Herzlich willkommen Leute, willkommen zum neuen Kollektionsvorstellungsvideo und diesmal mit dem Biggest Event of the Year, Black Friday 2024. Yes, die Returnity Black Days stehen bevor, das Ganze geht los am 28. Ich glaube, ihr kennt es vielleicht schon aus den letzten Jahren, am Donnerstag davor um 20 Uhr startet der Early Access und dann um 0 Uhr quasi am Freitag startet das Ganze öffentlich public dann für alle anderen. Ja, wie jedes Jahr unser größtes Event, diesmal mit über 200 reduzierten Artikeln. Wir haben auch hier eine Menge mitgebracht. Wir befinden uns hier gerade in unserem Studio, haben gerade unsere Black Days-Kampagne geshootet über 3 Tage hinweg. Und das ist wirklich die größte Hohlkehle, in der ich hier stand. Und deswegen ist es ein richtig cooles Setup auch, um das Kollektionsvorstellungsvideo hier zu drehen. Wir wollen euch heute mal die neuen Produkte vorstellen. Wir haben aber auch Restock-Produkte, die wir euch vorstellen wollen. Und dann so ein bisschen unsere Highlight-Deals aus Black Friday. Ein Deal hast du gerade angesprochen, beziehungsweise Deals, guter Stichpunkt oder gutes Stichwort. Und zwar Free Socks. Ihr kennt es aus den letzten Jahren. Wir haben uns das nicht lumpen lassen, auch dieses Jahr wieder Socken produzieren zu lassen, extra für die Black Days, dass wir genug on Stock haben, also mehrere tausend, dass wir den ersten Bestellungen allen ein kostenloses Paar Socken quasi gewährleisten können und in die Bestellung mit dazulegen können. Ja. Das ist schon mal vorweg. Und diesmal, so wichtig wie noch nie, Early Access. Wir haben wirklich dieses Jahr limitierten Stock. Also wir haben nicht mehr so viel Ware wie die letzten Jahre. Das Event, sage ich mal, ist in der Tiefe, also in der Produkttiefe krass, aber in den einzelnen Produkten haben wir jetzt nicht so viel, deswegen ERC umso wichtiger und deswegen sichert euch auf jeden Fall ein ERC. 100% bin ich ganz deiner Meinung und ihr werdet das auch direkt im Early Access merken. Einige Produkte sind direkt im Early Access in den verschiedenen Größen schon ausverkauft. Wir haben nicht mehr überall alle Größensätze vorrätig. Deswegen, wie Tom schon sagt, Early Access dieses Jahr ungelogen so wichtig wie noch nie, nicht nur für die Free Socks, sondern um auch nicht leer auszugehen. Yes, aber starten wir mit unserer neuen Black Friday Kollektion. Eine richtig coole Kollektion geworden. Ich glaube, wir starten mit der Hose und dem Hoodie. Wir haben hier einen sehr cool gewaschenen Hoodie mit dem Return to Atelier Motiv. Ist richtig nice geworden, da schön Pantone, muss man sagen. Ja. Ansonsten ist es ein klassischer Hoodie, hinten auch nichts drauf. Und in Kombination mit der Hose, die Lauren da gerade in der Hand hat, das ist eine Wax Denim. Das sieht man auch hier oben in dem Bereich, wie das Blau noch so durchschimmert. Das ist richtig krass. Die Wax Denim zeichnet sich aus, weil sie extreme Bleach-Effekte auch hat. Ich trage sie hier gerade auch selber. Richtig coole Pants, muss man sagen. Sehr, sehr außergewöhnlich. Vor allem der Fit, ich finde, das sieht man bei dir richtig, richtig gut, wie gut das Ganze fittet. Ja, gibt so einen Dirt Denim Look. Richtig cool, wie du gesagt hast, auch zu dem Hoodie. Ja. Gerade die Hose, muss ich sagen, ist vielleicht sogar meine Favorite Hose des Jahres. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Potenzial zu dem Titel. Dann geht's weiter. Wir haben einen neuen Knit für die Black Friday Kollektion. Und zwar das Ganze auch wieder sehr, sehr gewaschen. Ihr seht es, in diesem Black Friday Drop haben wir mit dunklen Pantonen, dunklen Farben gearbeitet. Nicht zur Jahreszeit, sondern auch zum Event quasi, zum Black Friday bzw. zu den Black Days. Und das Ganze ist inside out gewaschen. Dementsprechend ist die Innenseite quasi wieder Rohstoff und das Ganze von außen gebleached. Und hier oben haben wir noch, beziehungsweise auf der Vorderseite, eine Metallapplikation. Ja, sehr cooler Knit, klassischer Fit. Ja, und dann kommen wir zu einem Highlight Piece des der Black Days oder des gesamten Jahres. Das ist unsere erste Fülljacke. Ich glaube, ein sehr, sehr spezielles Produkt. Ja. Nicht für jedermann was. Ich muss sagen, ein Highlight-Piece. Richtig krass. Wir haben hier sehr, sehr lange Fülli-Haare bei dem Stoff. In All Black bringen wir das, passend zu den Black Days. Und haben hier oben unser Metallsigné eingebaut, das erste Mal. Haben einen sehr schönen YKK-Reißverschluss. Ein super schönes Innenfutter. Und ja, für die Jahreszeit ein richtig cooles Produkt. Mal eine Abwechslung zu einer klassischen Pufferjacke. Und was Besonderes. Genau, ich glaube, was ganz Besonderes dabei ist der Fit. Wir können mal jetzt ein paar Bilder einblenden, wie das Ganze am Model fittet. Also ist sehr cropped, aber dann doch auch sehr boxy, richtig gut. Und wie Tom schon gesagt hat, unsere erste Fury-Jacke. Die Fury-Sweater haben sich schon immer bewiesen über die letzten Monate und auch Jahre. Und dementsprechend wollten wir einfach mit dem Fabric nochmal was Neues aufgreifen. Und Preis-Leistung ist wirklich brutal, muss man sagen. Ansonsten kriegt man, glaube ich, so eine Jacke selten unter 400-500 €. Dann geht es weiter mit einem neuen Artwork, was wir einfach etabliert haben über die letzten Monate in der Produktentwicklung. Und zwar dem Returnity Atelier College Print. Hier vorne haben wir das Jahr 2018 drauf. Unser Gründungsjahr ist, glaube ich, auch allen bekannt. Und das Ganze kommt einmal in 2 Shirts, 2 Colorways, einmal weiß und schwarz. Und wie gesagt, zu Black Days darf kein schwarzer Hoodie fehlen. Ja. Ich glaube, zum Creative Department Design eine super coole Ergänzung. Gefällt uns richtig gut. Und jetzt passen zu den Black Days auch in den richtigen Colorways. Yes. Wo wir Creative Department gerade schon angesprochen haben, lange nachgefragt, unser Creative Department in den Basic-Farben Schwarz und Weiß haben wir hier einmal als T-Shirt. Sorry, dass ich unterbreche, aber wir haben gerade den fliegenden Übergang gemacht. Das waren die neuen Pieces und jetzt kommen wir zu den Restock-Artikeln. Also einmal Creative Department kommt wieder in Schwarz und Weiß als T-Shirt und als schwarzen Hoodie. Sehr, sehr nachgefragt gewesen. So clean, ne? Ich weiß nicht, wie viele hunderte Eintragungen wir im Shop haben für diese Teile.
aber jetzt seid ihr endlich bedient. Ich muss auch sagen, unsere gesamten Jersey-Artikel haben neue Fabrics, viel smoother als damals. Gerade die ganz alten Creative Department-Artikel hatten den neuen Stoff noch gar nicht. Richtig schöne Qualität, gerade jetzt für den Winter. Cool, dass du es ansprichst. Vielleicht weiß es der ein oder andere. Also unsere Stoffe in der Vergangenheit waren teilweise ein bisschen härter und ein bisschen stiffer. Das gefiel uns damals sehr gut. Das wollten wir auch so erzeugen. Aber jetzt haben wir uns dazu entschieden, mal das Ganze ein bisschen abzudaten. Das Ganze wird deutlich weicher ausfallen. Ja, und ich denke dann vielleicht die drei gehyptesten Produkte dieses Jahr, die wir wiederbringen. Ich glaube schon, von dem Abverkauf der Stückzahlen und der Geschwindigkeit auf jeden Fall. Ja. Unsere War Denim aus Spring Summer diesen Jahres, ein wirklich unique Piece, was super gut ging. Ist seit langem, langem sold out und bringen wir jetzt zu Black Friday wieder. Ein richtig cooler Artikel. Ganz besonders, glaube ich, der Fit und diese Fabric dazu. Richtig cool. Ja. Weiter geht's mit einem Knit. Auch hier wieder Fury. Das Ganze kam im Januar des Jahres, also schon sehr, sehr lange her. Deswegen immer wieder schön, mal wieder zu sehen, das Ganze. Hier haben wir eine ganz besondere Verarbeitung bzw. ein ganz besonderes Muster verwendet. So ein bisschen abstrakt gehalten, das Ganze damals im Kollektionsbezug sehr, sehr rund gewesen. Und ich glaube, auch für die jetzige Jahreszeit wieder sehr, sehr passend. Ja. Und dann auch aus unserer Spring-Summer-Kollektion haben wir ein richtig geiles Graphic-Design mit dem Knit-Kragen hier oben. Wie gesagt, alle drei Artikel waren super beliebt, sind schon ewig sold out. Und haben wir gedacht, bringen wir zu Black Friday nochmal wieder. Und das Ganze ist ja ein Black Friday, unsere Black Days. Sie kommen auch nicht zu Originalpreisen, sondern sie werden etwas reduzierter sein. Yes, das zu den neuen Teilen, die kommen. Also neue Ware plus die Restocks, die wir euch vorstellen durften. Und ihr seht es hier, wir haben eine breite, breite Range. Wir haben über 200 Teile im Sale. Sneaker, Accessoires, Bags und Co. Hoodies, Knits, ich kann nicht Pants, fast joggen. Wirklich alles. Das ist auch für uns, glaube ich, ich will nicht sagen emotional, aber schon auf jeden Fall sehr, sehr besonders, mal zu sehen, das Ganze hier auf einer Fläche zu sehen, wie viele Pieces dann doch über die Zeit sind, die wir jetzt anbieten. Und wie schon anfangs erwähnt, einige wirklich noch in Mini-Stückzahlen. Also es wird das letzte Mal sein, dass wir sie heute hier sehen. Und dann sind die auch ausverkauft. Ja, und ich muss sagen, jetzt zur passenden Jahreszeit, Herbst, Winter, vor allem Winter, unsere Knits, glaube ich, eines der Bestselling-Produkte. Deswegen sichert euch vor allem unsere Knits. Ich glaube, wir haben eine Menge Knits. Gerade unsere Fury-Knits sind ja super beliebt. Die sind nicht mehr viel da. Wir haben sie in Light Blue, wir haben sie in Dark Green. Du hast einen an. Ich habe sie in Creme. Wir haben hier auch noch, den haben wir auch nicht mehr oft für unserem letzten Drop, unser Capsule, ein richtig cooles Polo in einem Pink, was ich absolut brutal finde, muss ich sagen. Ja. Auch zu dieser Hose zum Beispiel, sehr, sehr krass. Und davon haben wir noch ein, zwei Farben. Wir haben einen Mustard Cardigan. Also wir haben so viel wirklich Fibri-Produkte, die müsst ihr euch sichern, weil das ist im Winter absolutes Highlight-Piece. Auf jeden Fall. Weiß gar nicht, wohin damit, ne? Dann seht ihr es vielleicht schon bei mir. Wir haben es, glaube ich, über die Zeit immer, immer mehr etabliert. Creative Department. Und auch hier haben wir es in verschiedensten Farben im Angebot diesmal. Yes, wir haben Wash Green, aber auch normales Green dabei. Wir haben Faded Blue dabei. Wir haben aber auch das normale Blue dabei. Also ich glaube, wer sich da nochmal ausstatten will, sollte diese Chance nutzen, da reduziert an dem Creative Department Motiv ranzukommen. Also das ist verrückt, muss ich echt sagen. Schon gar nicht. Wir haben so viel Creative Department Farben. Manchmal kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, was für ganze Farben wir gebracht haben. Aber wir haben wirklich eine breite Range. Wir haben Grün, wir haben Blau, wir haben Schwarz, wir haben Creme, wir haben Braun. Und dann haben wir Faded Blue, wir haben Faded Green, Navy. Wir haben Faded Black. Faded Black auch sehr, sehr krass. Ich glaube, wir haben es auf der rechten Seite da hinten. Yes. Brutal. Brutal. Auf jeden Fall können wir leaken. Ist das auf jeden Fall auch der Bestseller, gerade auch als T-Shirt. Faded Black, aber auch, muss ich sagen, auch mein Favorite Highlight. Ja, und was im Winter auch nicht fehlen darf, ist natürlich Fleece-Produkte. Da haben wir auch eine Menge von. Sowohl Jacken als auch Polos in den verschiedensten Colorways. Du hast da gerade die Jacke. Ja. Sehr, sehr krass. Ich habe hier auch nochmal die Jacke in Creme. Dann haben wir das nochmal als Polo. Wirklich eine super breite Auswahl. Alle Fleece-Jacken und auch Polos haben das gleiche Branding, also mit unseren Metallbuchstaben vorne drauf. Sehr, sehr hochwertig das Ganze. Und wie du auch schon erwähnt hast, ich glaube, für die Jahreszeit ein absolutes Muss. Ich glaube einfach, dass man bei unserem Black Friday wirklich alles finden kann, was man braucht für die Jahreszeit oder auch für den Sommer. Das ist so verrückt, wie viele Knits wir haben. Ne? Ob als Bouclé, Hoodie, das Ganze, washed aus der Fall-Winter-Kollektion. Creative Department waren wir eben bei, haben wir auch nochmal als Knit das Ganze in Schwarz und Blau. Crazy. Das sind natürlich alle Produkte, die wir haben. Und das sind doch Produkte dabei, die haben wir noch 10 Mal oder so. Das ist auch klar. Aber ich glaube, in der Tiefe hat man eine super breite Auswahl und es wird ein krasser Black Friday. Gerade auch Pufferjacken muss man auch mal sagen. Wir sind dieses Jahr alle Pufferjacken sold out gegangen, aber es sind immer wieder ein paar Retouren reingekommen. Eine Besonderheit haben wir noch
und auch die neue Ware und alles, was ihr hier seht, ist an Black Friday bereits vor Release im Lager und dementsprechend können wir wieder endlich unser Lieferversprechen von 2 bis 3 Tagen halten. In der Vergangenheit, wisst ihr, Fall Winter hat etwas länger gedauert als gewöhnlich, lag daran, dass der Zug 2 Monate im Zoll festhing, beziehungsweise die Ware. Uns waren die Hände gebunden, uns wurde auch ein anderes Lieferdatum versprochen, aber jetzt können wir hier versprechen, dass wir auf jeden Fall direkt am Freitag mit dem Shipping anfangen und dass ihr alle eure Artikel in 2 bis 3 Tagen erhaltet. Yes, wir haben extra ein großes Team organisiert. Das heißt, wie Lauren schon gesagt hat, wir sind bereit für Black Friday. Wir hoffen, ihr auch. Wenn ihr Fragen habt oder Sonstiges, freuen wir natürlich immer, wenn ihr uns per DM schreibt. Wir haben Support 24 Stunden, 7 Tage die Woche, gefühlt vor Black Friday. Deswegen auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Größen, weil wir schon ein riesen Produktportfolio haben, schickt einen Screenshot des Produkts, schreibt eure Größe und wie schwer ihr seid und wir machen euch eine Empfehlung. Eine Sache will ich auch noch erwähnen und zwar, Tom hat es eingangs schon erwähnt, wir sind wahnsinnig gut vorbereitet auf die Black Days, aber es ist auch nicht mehr viel Stock da, weil wir das Jahr, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, das ein oder andere Mal ein Sale-Event hatten. Jetzt haben wir Black Friday, nochmal reduzierte Artikel und danach ist es erstmal gewesen. Wir haben unser Lager nicht so voll, wir werden nicht mehr großartig Sale-Aktionen fahren in Zukunft. Und dementsprechend jetzt nochmal eine Chance, wenn ihr auf jeden Fall dieses Jahr irgendwie rabattiert Returnity kaufen wollt. Diesen Donnerstag ist es endlich soweit. Wie gesagt, wir haben neue Ware, wir haben Restocks von unseren besten Artikeln, wir haben über 200 Produkte im Sale, also wir haben uns wahnsinnig viel einfallen lassen. Der Early Access, wie gesagt, so wichtig wie noch nie. Und unsere Überraschung, 1000 Socken for free für die ersten 1000 Bestellungen. Also wir sind gespannt auf euer Feedback. Black Friday kann losgehen.